Hier haben wir ein schon länger etabliertes Unternehmen, das sich mit Tests von hochwertigen Produkten aus Deutschland beschäftigt, mit großen Investitionen, die damit verbunden sind und wo man auch richtig sieht, es geht voran in Deutschland. Ich bin also sehr zuversichtlich, das hier zu sehen. Und wenn die Herausforderungen, vor denen wir stehen, diejenigen sind, die mir hier berichtet worden sind, dann sind sie erstens lösbar, aber sie sind auch gute Herausforderungen. Nämlich alle suchen Arbeitskräfte, Fachkräfte auf allen Ebenen, Leute, die mit der Hand ihre Arbeit machen, diejenigen, die als Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein gutes Zeichen für unser Land ist. Vielleicht bei der Gelegenheit, Deutschland ist ein Land, in dem viel investiert wird, gerade was neue Fragen betrifft. Wir haben heute eine Entscheidung gehört, dass eines der größten Halbleiterproduktionsunternehmen der Welt, TSMC, sich jetzt zusätzlich in Dresden ansiedeln wird und zusammen mit sehr wichtigen Unternehmen für unser Land wie Bosch, Infineon und NXP dazu beitragen wird, dass hier ein großes zusätzliches Investment stattfindet. Das reiht sich ein in die Investitionen, die wir schon kennen, aus Dresden auch, wo Infineon seine eigenen Tätigkeiten ausgeweitet hat und wir vor kurzem den Startschuss für diese Investitionen gegeben haben, auch milliardenschwer. Wir kennen dort schon die großen Produktionskapazitäten auch von Global Foundries und wir haben die Entscheidung von Intel zur Kenntnis genommen, eine riesige Factory in Magdeburg zu errichten. Wir wissen, dass im Saarland ein amerikanisches Unternehmen zusammen mit deutschen und deutscher Beteiligung dazu beiträgt, dass auch dort Halbleiter produziert werden. Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für die Halbleiterproduktion in Europa. Das ist wichtig für die Resilienz von Produktionsstrukturen in der ganzen Welt. Aber das ist auch wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres europäischen Kontinents und es ist wichtig, ganz besonders natürlich auch für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Neben all den anderen Investitionen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben in Automobilproduktion für Elektrofahrzeuge, in Batterieproduktion, in moderne Stahlwerke, wo jetzt die Fähigkeiten entwickelt werden, Stahl zu produzieren, ohne CO2 zu emittieren, ist das alles ein Zeichen von Zuversicht. Deutschland ist ein guter Wirtschaftsstandort. Es wird hier mit modernster Technologie investiert.